Bam, 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 badam. Herzlich willkommen wieder zu GTA 4 mit euren Giga-Tobi. Yeah. Ja, wir haben jetzt schon 89 Missionen so gesehen abgeschlossen. Und wir werden jetzt in Eldritch Servant Cold jetzt eine Rechnung mit Dimitri machen. Ja, der Verräter, der ja, uns gerne töten will. Aber das lassen wir nicht zu. Wow. Weil wir werden jetzt eine Rechnung mit ihm begleichen und ihn erledigen. So sieht's aus, Leute, so sieht's aus. Wir werden diesen Verräter jetzt vornehmen. Wow, da unten ist einer. Ist da noch einer? Wo bist du? Wo bist du? Wo ist der Sack? Sagt mir, wo er ist. Wow! Zwei Stück! Hinten ist auch noch irgendwo einer. Ganz schön viele Gegner hier. Oh! Mist. Wow, da war einer mit Shotgun. Boah. Ausgerechnet auch noch Shotgun, ne? Hardcore, Hardcore, ey. Hardcore. Nein. Boah. Wow. Wo ist es aufgegangen? Wo ist es eigentlich aufgegangen? Hier nicht, ne? Achso, da gegenüber bestimmt. Huah! War doch jemand, oder? Wow. Uiuiui. Wow. Wow. Wow, nein! Das sind Propantanks. Eieiei. Das hätte. Ja, klar, überlebt das auch noch. Genau. Genau. Hey, So. Dimitri. I don't think I'll be doing this deal with you. We have other business to finish. Nico, it's been a long time. I thought your time in America might have calmed you down. America does not change everyone. Look at you. You arrived in this country, a spineless rat who would sell out his friends. That is what you will be when you die here. Заткни этого балтийского хуя! Alter, was? Was geht mit euch ab? Wow. Eieiei. Jo, der trifft ganz schön gut, ne?
Haben wir ihn erwischt? Actions have consequences. You screwed me over. Now you're paying for it. Shame, that'll be the second last thing that goes into your head. Goodbye. You're the one who's going to learn a lesson. People aren't going to be happy if you kill me. Блять, ёбаный! I've never been popular. I don't mean to start now. So, Dimitri, das war's für dich. I should have put you out of your misery a long time ago. Goodbye, Dimitri. Ja, wir haben Dimitri jetzt erledigt. Jetzt haben wir Ruhe vor diesem Typen, der uns immer hinterher gestalkt hat und alles. So, erstmal wieder Leben nehmen. Oh. So, dann werden wir jetzt hier mal, ja, verschwinden. Da fehlt eigentlich nur dieser Bulgarien oder wie er heißt, dann hätten wir das so gesehen, ja, erledigt. Aber wir sind schon so weit gekommen und haben Dimitri erledigt. Und wir haben noch Gesellschaft trotzdem noch, bestimmt, ne? Oder? Hm. Ich könnte schwören, ich habe irgendwo Stimmen gehört, aber naja. Und ha, in die Freiheit. Dum 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 da dum dum. Oh. So. I killed Dimitri. It's over. He was on the platypus, the boat I arrived in Liberty City on. So it seems it ends where it began. I guess you did what you felt you had to do. No deal, no money, no hot tubs and models. But Dimitri will not bother you again. I will see you at the wedding, yes? Remember to wear a suit. I'll be there, Roman. Don't worry. So, das hätten wir jetzt geschafft. Yeah. Hey, Taxi! Yo, Taxi! Yo, Taxi! Taxi, Taxi, Maxi! So, dann gehen wir wieder zu unserem Versteck. Puh, war ganz schön aufregend. War ganz schön aufregend, ey. Unglaublich. Eieiei. Oh, Bell. Hey, Phil, I understand why you made the decision you did. For what it's worth, I didn't trust that Dimitri neither. Yeah, well, I did what I had to do. Anyway, you and me can't talk no more. Jimmy's falling apart. The Pecorinos ain't nothing no more. I'm out, man. Goodbye. Okay. Ja, zwar wird sich Jimmy darüber nicht freuen, aber hey, das mit Dimitri könnten wir jetzt auch nicht jetzt zulassen. Nico, I'm getting married tomorrow. Can you believe it? Make sure you get lots of beauty sleep. You need to be at the church at 10 a.m. though. Sure, Roman. I'll see you at the church. I'm looking forward to it. Ja, wir holen uns erstmal aufs Ohr und ja, dann heiraten die wohl und dann, ja, sind wir schon allmählich in den, ja, in den Bereich, wo wir schon langsam dem Ende zu neigen. Aber es wird noch heftig, Leute. Es wird noch heftig. So. Also wir können auch noch pennen und nachher beginnt dann ihre Hochzeit. Okay, gut, ja, ja, ja. Alles klar, soweit, alles klar, klar. So. Aufstehen, Nico. Es ist an der Zeit. So. Na, brrr, nur am Anruf mir. Hey, Kay. I took your advice.
I cut my connections with that man. I'm really proud of you, Nico. It must have been really hard to turn down the money and stick to your principles. Well, it was the right thing to do. Are you coming to Roman's wedding? Can you pick me up and take me there? I'll be at my mom's. See you soon. Okay. Wir haben das gemacht, was Kate wollte, weil sie ist echt eine Tolle und die wollen wir eben halt so nie verlieren. Deshalb war es auch eine gute Entscheidung, aber auch, weil wir auch Dimitri jetzt losgeworden sind. Aber ich sag ja, das ist immer so dieses coole Entscheidungsfreiheiten, die man hier so gesehen auch noch geboten kriegt hier in dem Spiel, die man selber auch nutzen kann. Das ist eigentlich immer recht nice. So. Hey, Kate! Oh, jetzt an der Kirche treffen. Bei der Kirche, wo sie zusammen werden. Shall we go to the church? So, how do sociopaths behave at weddings? Will you fire a gun into the air as your cousin walks down the aisle? No, there won't be any gunfire in this wedding. I might steal the collection box if the boot takes me, though. Oh, really? Yeah, I'll mug any nuns that are hanging around the church as well. You know, it's not that weird to think that there might be some shooting at this wedding. Not only do you seem to attract ultra-violence wherever you go, this was the church where we had my brother's funeral. You remember how that turned out? Yeah. How are you about that? Do you miss him? I'm okay. He's still in my thoughts, you know. He brought it on himself and he wasn't a good person. When I think about him, I just wish that he'd been happy in his life. What would have made him happy? It's hard to say, but maybe the right person? Yeah. Do you think that that is the answer for everyone then? Maybe. The right person can make your life wonderful in the same way that the wrong one can ruin it. The problem is that it's difficult to tell which one the man you are with is. I've had some trouble telling right and wrong apart before. After the war, I was involved in a life I felt was not for me. Those decisions became very difficult. You're talking about your criminal exploits as if they're a thing of the past. Well, maybe they are. I don't want to be involved with the men I have been involved with. I want to surround myself with good people, not bad ones. Recently, I have tied up a lot of loose ends in this city. My past does not haunt me in the way that it used to. I've tried to separate myself from it. I'm ready to try to be good. Are you? Are you prepared to say goodbye to the fast cars, the drugs, the violence, the cheap women? Yes, I am. Do you think that the men you've been dealing with will let you walk off into the sunset? They will have to. I'm not a slave. It would be easier to be happy if I was with the right person, though. How do I know that you're right for me? How do I know that I won't get hurt? I'll look after you, Kate. I promise I'll protect you. There's nothing else I can say. You don't need to say anything else. Okay, das hätten wir. Hochzeit! Look at you in those fancy clothes, Nico. Trying to upstage the groom on his wedding day? Let's get me married. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Yes! Wonderful! Okay. Yes, I did it! Yay! Grund zu feiern! Hey. Ah, yes! Ah, congratulations, cousin! Thanks for coming! Okay. Alright, yes, okay! There we go! Yes, we are married! Okay. Hey, das war doch gerade Jimmy. Hätten wir den Deal angenommen von Jimmy da, dann hätte er sie auch überlebt. Aber dann wäre aber auch Roman tot gewesen. Oh shit.
can't blame yourself. Of course I can. She's dead. Easy. I'll bring him up. Easy. Calm down. Nico, you have to get out of here. Yes, go on, man. Go on, man. We have to leave, man. Just leave. Get out of here. Go. We'll take care of this, man. Okay. Alter, dieser Jimmy. Nur weil wir jetzt sein Deal nicht angenommen haben, sollen wir jetzt dafür büßen. Aber einerseits hätte dann Dimitri seine Leute eingesetzt und dann hätte er das so gemacht bei Roman, wenn wir das mit Jimmy kein Problem gehabt hätten. Tja, schon ein Tiefschlag. She should never have got close to me. Leider, die Arme. So, ich werde erstmal abspeichern und dann machen wir noch die letzte Mission bei GTA 4. Ich hoffe, ihr seid denn dabei, die letzten kommenden Parts, denn bewertet dementsprechend, kommentiert und ich würde mich drüber freuen. Auf jeden Fall könnt ihr auch ein Teil der Community werden, indem ihr mich abonniert, dann könnt ihr auch keine Folgen von mir verpassen und immer dabei sein, falls ihr ein Video hochlade oder einer meiner Projekte gerne verfolgen wollt. So, das war's erstmal von mir. An der Stelle euer Gear Tobi und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.